In der heutigen E-Bike TV News Show erwarten euch Fahrräder von Vinora, von Flyer, von Tern, von Canyon, von Giant und das Beste kommt nachher zum Schluss noch was skurril Witziges. Also bleibt dran, habt viel Spaß, schaut mir zu. Du suchst eine E-Bike-Versicherung, dann schau doch mal unter helden.de. Und wenn du meinen Rabattcode RIDE2 benutzt, siehe Link unten, dann bekommst du 12 Monate Leistung für 11 Monate Zahlung. Und diesmal haben wir einen Außentermin, sind nicht in unserem Studio. Und zwar sind wir hier beim Pressedienst Fahrer.de und die machen immer so einen Sommer, so einen Frühling, so eine Auftaktveranstaltung hier in Hamburg, Hamburgische Museum für Hamburgische Geschichte. Und die haben uns ganz viele tolle Fahrräder präsentiert. Und das erste, was ich hier habe, ist der E-Flitzer von Vinora. Ist ein Urbanbike, E-Urbanbike mit so einem Leitmotor, kleinen Malemotor hinten drin, 40 Newtonmeter, mit einem ganz kleinen Akku, der halt im Unterrohr verbaut ist. Ist halt eine schicke Variante, die hat ganz schlichtes im Oberrohr eingelassen, den An- und Ausknopf, kostet 2.300 Euro. Rundet, glaube ich, dieses oder macht halt echt einen schlanken Fuß, sieht gut aus, hat eine tolle Farbe, E-Flitzer von Vinora. Ist für mich jetzt im Moment ein bisschen klein, hat 5 verschiedene Rahmenhöhen von 42 bis 55. Ich weiß gar nicht, welche Größe das ist, steht L drauf, aber auch für L ist das Fahrrad viel zu klein für mich. Ich schaue mal weiter, was der Pressedienst Fahrrad mir noch für tolle Fahrräder hier präsentiert. Schaut da auf jeden Fall mal drauf, da gibt es immer wahnsinnige Informationen. Und vielleicht habe ich noch ein, zwei andere E-Bike-Highlights für den Sommer 2022, Frühjahr und Sommer 2022. Ja, in dem Zuge konnten wir auch mal einen Blick auf das Flyer Go Tour 3, eine reine City-Maschine werfen. Das Fahrrad macht wirklich einen tollen, schlanken Fuß in der Stadt. 180 Kilo zulässiges Gesamtgewicht und es lässt sich wirklich gut auch übers Hinterrad manövrieren. Für das ganze Video klickt ihr oben auf die Videobeschreibung. Ich habe da mal einen Kurzgecheck schon mal dazu gemacht. Ja, eine weitere Neuheit kommt von der Firma Tern, ist mir hier auf den Tisch geflattert. Und Tern ist bekannt dafür, dass sie Kompakträder, aber auch Lasten-Cargo-Räder sehr erfolgreich produzieren. Und die haben jetzt ihre Produktpalette im Bereich Cargo nach unten im abgerundet und präsentieren uns das neue Tern Quick Haul. Das ist halt sozusagen die günstige Variante bei den Kompakträdern von Tern. Wobei man sich natürlich bei diesen Fahrrädern auch immer die Frage stellen muss, ist es jetzt schon Lastenrad, Cargo oder ist es noch ein Kompaktrad? Andere Hersteller machen die Dinger dann doch ein bisschen kompakt. Aber das Tern Quick ist immer noch so kompakt, dass es halt kleiner vom Packmaß ist, wie, ich sag mal so, normale E-Bikes. Es hat 150 Kilo zulässiges Gesamtgewicht, was natürlich auch schon mal eine Menge ist. Normal haben die dann so 170, 200. Und es gibt in 4 verschiedenen oder 6 verschiedenen Ausstattungsvarianten von Preisen von 3 bis 3.500 Euro. Und wenn wir die Fact Sheets mal angucken, dann sehen wir natürlich, dass die Gütequalität der Motoren natürlich mit dem Preis ein bisschen steigt und die Ausstattungsvarianten sich ein bisschen ändern. Aber auf jeden Fall ist es ein spannendes Fahrrad. Apropos Kompaktrad, ich habe im Moment gerade ein Easy als Testrad, auch ein Kompaktrad, und will da mal schauen, wie das funktioniert. Vorneweg kann ich schon sagen, ich hatte ja letztes Jahr schon mal so ein Cube-Kompaktrad. Für mich ist das Kompaktrad-Genre eigentlich das bessere E-Bike. Warum? Weil das kann nämlich das Quick Haul auch. Das Fahrrad selber auf dein Körpermaß zwischen 1,50 und 1,95 wunderbar einstellen kannst. Du nicht aussiehst wie ein Storch auf so einer Karre, obwohl das Ding nur 20 Zoll hat. Es eine hohe, also du echt viel Gepäck mitnehmen kannst und es sehr alltagstauglich ist und es aber vom Packmaß noch so klein ist, dass du es vielleicht nochmal schnell ins Auto reinstellen kannst. Und hier sieht man auch, man hat überall die Möglichkeit, das Fahrrad super gut zu tragen. Also Kompaktrad-Genre finde ich, der ist ganz stark, deshalb boomen die natürlich auch und diese, ja, wieder diese Mid-Tails, so wie das ist, das wird auch. Wenn ihr Fragen habt zu allen Fahrrädern oder ihr sagt, mach doch mal das und das Rad, dann ja, hau das in die Kommentare unten rein, das beantworte ich natürlich oder schickt mir an info@eriders.com halt eine E-Mail mit Fragen und dann kann ich darauf eingehen. Ja, als nächstes hat Canyon uns auch Neuheiten oder News geschickt und da habe ich auch mal gefragt, ob es da Testräder gibt. Haben sie leider gesagt, nein. Das Gute aber ist bei Canyon, dass alle Räder, die sozusagen jetzt neu präsentiert wird, auf jeden Fall schon mal
über ihre Homepage zu kaufen geben. Worum geht es? Sie haben das Canyon Precede AL-On in der Alu-Variante jetzt auf den Markt gebracht. Ich hatte so ein Precede in der Carbon-Variante vor, ich glaube, 2, 4, 5, 6 Wochen mal getestet und hatte da so ein paar Sachen, die mir nicht so gut gefallen haben. Einmal dieses Cockpit, was nicht verstellbar ist, also höhenverstellbar ist, was du nicht anpassen kannst, wo ich immer finde, das ist das Allerwichtigste beim E-Bike, dass du dein Fahrrad individuell auf dich einstellen kannst, also den Sattel hoch und runter stellen kannst, den Vorbau hoch und runter stellen kannst und natürlich auch eine passende Rahmenvariante von der Höhe auf jeden Fall kaufen kannst. Ja, kommen wir auf das Fahrrad zurück. Es gibt das in 2 Rahmenvarianten, einmal ein Step-Through, also so ein tiefer Durchstieg, und aber auch in einer Diamantvariante, Herrenvariante sagt man manchmal auch dazu. Dann gibt es 4 Rahmenhöhen von XS bis XL. Und was sie dieses Mal, glaube ich, ganz schlau gemacht haben, dass sie in der Variante L und XL auch einen 625er Akku anbieten. Das war bei meinem Test halt auch so ein bisschen mau. Der verbaute 500 Wattstunden Akku war zum Pendeln vielleicht einen Tick zu wenig. Noch aber, wo wir auch auf jeden Fall beibehalten oder was auch immer gleich geblieben ist, ist die Laufradgröße mit 27,5 Zoll, was ich eigentlich mittlerweile ganz gut finde. Ich habe noch so ein anderes Fahrrad von Hohe 8, Pasio Urbeno, da sind auch 27,5 Zoll Laufräder drauf. Aber aufgrund der Möglichkeit, dass ich da das Cockpit alles gut anpassen kann, wirkt das alles ein bisschen besser. Guckt auf jeden Fall mal das Video an zum Precede, ist super spannend, finde ich. Es hatte nämlich noch etwas anderes, und zwar ein Rahmenflattern. Das bedeutet, dass wenn ich den Lenker losgelassen habe, freihändig fahren wollte, dann hat sich das, wenn Unebenheiten auf dem Boden war, das Fahrrad so ein bisschen aufgewiegelt und war teilweise ja schwer zu kontrollieren. Muss man wissen, wenn man auf jeden Fall mit so einem Fahrrad unterwegs ist, dass sowas passieren kann. Zu den Preisen ist es so, dass die von 2.600 bis 3.700 Euro gehen. Es gibt diese Option mit den beiden Batterien. Was hast du noch zu sagen? Es ist auf jeden Fall so, dass auch da die Qualitäten natürlich mit dem Fahrrad steigen. Und eigentlich, ja, es sieht auf jeden Fall ganz stark aus. Was ich auch noch sagen muss, in diesen ganzen Werbeversprechen von Canyon steckt immer drin, dass das junge, dynamische Menschen fahren. Wenn ich aber bei meinem YouTube-Kanal mal in die Auswertung geguckt habe, wer bei mir das Precede-Video anguckt, dann sind das immer so, ja, im Mittel 50-Jährige und die findet man da ja gar nicht wieder. Aber so ist das im Marketing, ne? Man guckt auf die jungen Leute und uns ältere Herrschaften vergisst man. Aber ist ja auch egal. Ja, das zweite Fahrrad, was Canyon uns jetzt ganz frisch und neu halt präsentiert, ist das Neuron AL. Ist ein alter Bekannter bei den Canyon-Leuten, aber sie haben da nochmal dran gearbeitet, haben es halt deutlich besser gemacht. Und für mich ist das halt so ein EMTB-Einsteiger mit Aluminiumrahmen, wiegt ungefähr 25 Kilo, hat 120 bis 130 mm Federweg. Verbaut wird der Shimano EP8 Motor. Es gibt es in 4 Rahmenhöhen von XS bis XL. Und der Hinterbau oder die Federung ist halt die Triple Face Kinematic Suspension. Und das hatte ich ja schon am Canyon Torque, wo ich ja schon gedacht habe, dass es vielleicht das Canyon Torque ist, eigentlich so mit das beste E-Bike, was ich in letzter Zeit gefahren habe. Auf jeden Fall, was die Preis-Leistung angeht. Und war aber ein bisschen enttäuscht von dem Hinterbau, weil der wirklich sehr, ich sag mal so, ja, nicht so agil gefahren, den ich nicht so agil gefahren habe. Deshalb habe ich ja auch mal, jetzt will ich so einen Vergleich machen, Stahlfeder und Luftfederdämpfer, oder beziehungsweise habe ich mir auf jeden Fall den Urdämpfer, der drin ist, einmal tun lassen. Und da bin ich mal gespannt, was da rauskommt. Auch ziemlich geil gelöst, finde ich, von den Canyon-Leuten ist, dass sie die Größen XS und S in 27,5 anbieten, also für kleine Leute super passend, damit die nicht auf den Fahrrädern wie als ob sie untergegangen sind. Und in 29 gibt es dann das M und das XL. Zusätzlich bieten sie auch noch einmal den Akku auch in 625 an, allerdings erst ab der Rahmengröße M. Preis hatte ich, glaube ich, schon gesagt, von 3.800 beim Einstiegsmodell bis 5.500 beim Topmodell. Und da wird sogar, auch wenn sozusagen die Ausstattungsvariante, es funktioniert alles, was da an den Rädern dran ist, aber bei dem Topmodell, beim 9er Modell wird auch eine SRAM GX Access Schaltung, also die Bluetooth Schaltung oder kabellose Schaltung angebaut. Und eine Pike Select, also da kann man ziemlich, glaube ich, ziemlich geil mit abgehen. Wie gesagt, 130 mm Federweg,
9-2-2 sollte eigentlich im Gewinne auch reichen. Mein Motto ist aber immer, Federweg kann man nur durch Federweg ersetzen. Auch hier geht natürlich die Wiese. Ich frage an, ob es da ein Testrad gibt. Wenn ihr Fragen habt, schickt die mir, damit ich da nochmal richtig mal hinterhaken kann, was da so abgeht. Ja, die letzte News-Neuheit, die mir auf den Tisch geflattert ist und die ich erwähnenswert finde, ist, kommt von der Firma Giant. Giant ist ja der größte Fahrradbauer der Welt und die haben eine eigene, also eine Untermarke, eine Submarke, die nennt sich Liv, die sich extra an Frauen richtet. Und das Rad, was sie neu rausgebracht haben, heißt Allure E+, Allure von Starallure, dass man natürlich gut aussieht. Und die haben recht, das Fahrrad sieht wirklich, finde ich, ziemlich gut aus. Es ist ein klassischer Tiefansteiger mit 28 Zoll Laufrädern, vorne eine gefederte Sattelstütze und ein zulässiges Ganggewicht von 156 Kilo. Dann ist es natürlich, was ich eben sagte, schon Aluminiumrahmen. Der Motor ist ein Zinc Drive, 70 Newtonmeter starker Motor und der wird von Yamaha hergestellt und die Giant-Leute bauen ihre eigene Software drauf. Leider gibt es die Akkugröße nur in 500 Watt. Es gibt drei Modelle, die von 3.300 bis 3.900 Euro sich im Preis steigern und in der Ausstattung. Und sie haben vier verschiedene Rahmenhöhen von XS bis L, was ich natürlich ganz gut finde, weil ich das als Mann, der total gerne Tiefansteiger fährt, so ein Fahrrad natürlich auch gerne fahren kann. Und L, würde ich sagen, passt auch zu mir. Was ich auf jeden Fall sehr kundenfreundlich ist, finde ich bei Giant, ist, dass wenn sie Fahrräder ausgeliefert haben an ihre Händler, dass du auf deren Homepage zentral nachgucken kannst, welcher Händler hat eigentlich das verfügbare Modell, was ich kaufen will, und dann kannst du das bei dem Händler kaufen und aber zu deinem Händler schicken lassen und wird dir dann da ausgeliefert. Und das ist natürlich, finde ich, eine ziemlich gute Sache. So sollte eigentlich Internet oder auf jeden Fall so ein Verkauf sein. Auf jeden Fall ist das ein super schickes Rad. Auch hier würde ich sagen, wer Interesse daran hat, dass ich das Fahrrad mal teste und Probe fahre, schreibt mir das ruhig in die Kommentare. Und dann frage ich dich oder so, ob die ein Testrad haben wollen. Die Pressestelle hatte mir auch gesagt, dass die Räder jetzt schon beim Händler sind. Also sie sind auch kaufbar. Stand 13.03.2022. Also rundum auch ein schickes Rad. Eine Sache ist mir noch aufgefallen beim tiefen Durchstieg. Es ist so, dass das Rahmenrohr, das Hauptrohr ja so tief gezogen ist und im Übergang der Flansch des Motors halt dann da dran sitzt, glaube ich, kann es sein, dass der Durchstieg gar nicht so tief ist, weil man dann den Fuß so verdrehen muss. Müsste man auf jeden Fall mal gucken, wie das funktioniert. Auf jeden Fall spannendes Fahrrad. Giant, vielen Dank auch für diese Nachricht. Ich freue mich auf jeden Fall auf die nächsten Modelle, auch von Giant. Die haben wir noch so ein geiles Ryan E+, was ja eigentlich das E-Bike-Fahren auch noch mal viel geiler machen will. Hatte ich auch schon angefangen, das heißt, wie in meinem Leben, es ist noch nicht da. Also, das ist zum Thema Giant. Ja, eine weitere Neuerung präsentiert uns Endura. Und nach dem Motto von Kopf bis Fuß auf Endura eingestellt, runden sie jetzt ihre Produktpalette auch mit Schuhen ab. Also du kannst jetzt aus drei verschiedenen Schuhvarianten wählen, von Flat über Click und über zu einem Flat Dirt Jump, ja, Trail Schuh. Ich habe da auch schon mal ein ganzes Video gemacht und mal versucht rauszufinden, beim EMTB lieber Click oder Flat Pedal. Verlinke ich euch oben, klickt da auch auf jeden Fall mal rein. Ja, unter dem Motto Skurrilitäten der Woche habe ich auch ein bisschen mal im Internet recherchiert und habe dieses E-Bike-Windsegel rausgefunden. Sieht natürlich speziell aus, soll natürlich dafür dienen, dass man keinen Regen abkriegt. Aber bitte Leute, Alter, wer baut sich denn so ein Ding ans Fahrrad und fährt denn damit durch die Gegend? Der Apostelion hat sich auch mal mit der E-Bike-Entwicklung beschäftigt und ein wirklich gutes Perpetuum mobile entwickelt. Liebe E-Bike-Entwickler, schaut doch mal, ob ihr so ein Ding nicht umsetzen könnt. Aber achtet bitte auch darauf, dass der Fahrer doch ein bisschen besser auf seinem E-Bike sitzt. MTB Move of the Day, der Abu Barker. Du fährst auf eine Welle zu und zum Ende hin machst du eine mit dem Gewicht nach hinten verlagerte Manöverbewegung, um mit dem Hinterrad an der Kante stehen zu bleiben. Wenn du gestanden bist, machst du einen rückwärts gerichteten Bunnyhop
und landest mit beiden Rädern gleichzeitig auf der Abfahrt der Welle, fährst dann im Fakie also rückwärts aus der Bewegung raus, musst dich dann für eine Seite entscheiden, indem du halt den Kopf in die Richtung drehst und lenkst auch gleich rückwärts rein, dann ziehst du ein bisschen die hintere Bremse, dass das Vorderrad wieder zum Kickturn hochgeht und dann drehst du halt mit einer kompletten Bewegung dich aus dieser Bewegung raus. Ja, das war schon wieder E-Bike TV New Show Teil 3 ist vorbei und ja, viele spannende neue Produkte, die Sonne scheint draußen, es kann ja mit dem Fahrrad früh losgehen. Ich bin auch total aufgeregt, habe den Bude voller Testräder und mache auf jeden Fall, guck mal nach Easy, ach ich habe noch ein Testrad von Dreams, Kalkoff habe ich auch noch eins und jetzt aber ganz heiß, diese Woche muss ich auf jeden Fall den Test zum Stevens E-Inception, wie hieß das nochmal, 7.6.2, Gas to Flat, auf jeden Fall machen. Also, es steht auf jeden Fall viel neue Tests an und viel Spaß. Ich wünsche euch viel Spaß. Ja, schreibt in die Kommentare, was euch gefällt, was euch nicht gefällt. Ja, lasst mich daran teilhaben, schreibt mir Kritik, auch was gut funktioniert. Und dann freue ich mich, dass die Community wächst und wir mehr Spaß zusammen haben. Also, alles klar, bis dahin, danke und tschüss.